Hallo ihr Lieben, ich bin's, euer Christian und begrüße euch heute bei schönstem Wetter aus der Angelanlage Millerscheid zu Gast beim lieben Burkhard, um unsere neuen Köder zu testen. Absolut neu bei uns im Shop von Absolut Angeln, der Trout Dancer. Was sich hinter diesem coolen Namen verbirgt und was es für Köder sind und ob diese Köder fangen, das seht ihr in diesem Film. Ich wünsche euch viel Spaß, hoffe ihr bleibt dran, bis gleich. Für euch sind wir immer auf der Suche nach Neuheiten und sprechen auch sehr oft mit unseren Herstellern. Was gibt's Neues für den Forellenteich? Womit fangen die Leute gerade? Wie kann man das noch verbessern? Und einfach für euch, für die Leute, die gerne mit der UL-Route am Forellenteich angeln, haben wir jetzt den Trout Dancer. Das sind 5 kleine Zikaden. Mit Zikaden hat man früher sehr oft auf Barsche geangelt oder auf Döbel ging das sehr gut in Naturgewässern. Hier am Forellenteich haben diese Zikaden aber auch ihre Stärken, denn nach dem Einwurf gehen sie sehr tief runter. Da sie oben eingehangen werden am Rücken, haben sie einen ganz anderen Lauf als andere Köder, die sonst ja in den Teichen gefischt werden. Und besonders vorsichtige Forellen, die kennen sowas natürlich nicht, die werden dann da drauf knallen. Diese Druckwellen, die das Ding aussendet, die sind sehr gut für diese Fische geeignet. Auch um tiefer am Grund zu fischen, wenn zum Beispiel bei schlechtem Wetter die Forellen etwas weiter unten stehen oder zur kälteren Jahreszeit kann man dieses sehr gut machen. Wir probieren das jetzt einfach mal hier aus. Ich werde gucken, wie die Dinger laufen, ob die Dinger fangen und ob meine ganzen Theorien sich in die Praxis umsetzen lassen. Das werden wir jetzt sehen. Sind auf jeden Fall sehr sauber verarbeitet, alle 2 Einzelhaken. Das heißt, auch Anbisse von Forellen, die von unten kommen oder von der Seite, werden so sicher gehakt. Dann typische Forellenfarben. Hier haben wir so ein Pink. Dann haben wir hier so ein Signalgelb, Gold mit schwarzen Punkten. Dann so ein Bronze, Orangefarben und dann nochmal einen in Weiß, Silber mit schwarzen Flecken. Bei allen Sichtverhältnissen und allen Wetterlagen habt ihr so den richtigen Köder dabei. Ich werde jetzt mal starten. Es ist ziemlich hell heute mit diesem silbernen hier. Der reflektiert wahrscheinlich gut die Sonnenstrahlen und ja, sollte die Forellen auch optisch ansprechen. Probieren wir mal aus, wie das Ding läuft, wie das Ding funktioniert. Ja, und hoffentlich steigt uns der ein oder andere Fisch hier ein. Den ersten Dance habe ich jetzt mal hier in den Snap gehangen. Wichtig ist, verwendet kleine Snaps, denn dann laufen sie noch schöner. Man sieht hier ganz typisch, wie die an der Schnur baumeln, dadurch, dass sie im Rücken eingehangen sind. Hat so ungefähr, ja, so 2-2,5 Gramm wird er haben. Lassen sich hier super mit unserer Combo werfen. Das ist hier unsere UL-Combo 0,5 bis 5 Gramm. Paladin Strike X mit der Paladin Catcher X-Rolle dabei. 0,20er monophile Schnur, weil hier sind auch etwas größere Forellen beim Burkhard. Und die will ich natürlich nicht riskieren. Fliegt super schön. Ich lasse ihn jetzt nur kurz absinken, weil ich habe schon ein paar Forellen an der Oberfläche gesehen. Man merkt sofort, dass die Rutenspitze zittert. Ein gutes Zeichen, der Köder hat einen sehr ansprechenden Lauf. Schön. Lass jetzt nach dem Einwerfen erstmal durchsacken bis zum Grund und kurbel den dann langsam ein. Geschwindigkeit kann man natürlich variieren. Schade. Ja. Ersten Biss hatten wir. Mich richtig erschrocken. Schade, den hätten wir haben können. Jawohl, Leute, der erste Fisch am Band. Direkt am Ufer, in dieser Frischwasserfahne hier, wie immer, da hat sie gebissen. Gucken, was wir da haben. Schöner Fisch. Herrlich. Herrlich. Guckt euch das an.
wunderschöner Fisch hier auf den Dancer. Ich verarzte das Tierchen eben und dann zeige ich ihn euch. Sehr schön. Die Forelle hat sich auf jeden Fall von den Vibrationen hier beeindrucken lassen. Schön gebissen. Toller Fisch. Und weiter geht's. Der silberne Dancer hier hat den ersten Fisch gebracht. Entschneidert. Geiles Gefühl immer wieder. Besonders bei neuen Ködern. Wenn man nicht weiß, laufen sie, bringen sie Fisch. Klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Aber alles wieder wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt ein bisschen flacher gefischt in dieser Frischwasserfahne hier. Einmal von da hinten. Jetzt fische ich die mal andersrum aus. Kurz absinken lassen, ankurbeln. Man merkt sofort, der Köder fängt direkt an zu spielen. Dieses hochfrequente Zittern in der Rutenspitze. Geil. Da ist schon wieder. Ey, die hacken da drauf, das kann man nicht. Krass. Einige Fehlbisse, aber die Attacken kommen wirklich so häufig. Man merkt richtig, wie die Forelle hinterher schwimmt und ein, zwei, drei, viermal auf diesen Dancer hackt. Eben hingen die dann beim zweiten, dritten Biss, hingen sie dann drauf. Aber das ist Kunstköderangeln, UL-Angeln auf Forelle. Wenn der Köder funktioniert, dann stehen die Forellen drauf. Macht richtig Laune. Und der nächste Fisch am Band hier. Geil. Den Dancer mögen sie. Wieder hier direkt in dem Kraut hier am Ufer. Super. Schöne Portionsforelle. Das wäre was für ein Ewald. Eingenetzt. Jawohl. Schön. Schöner Fisch. Nächste Portionsforelle hier. Super. Jetzt wird mir langsam warm. Ich werde mir jetzt mal die Jacke ausziehen. Und mal gucken, was uns noch so an den Haken geht. Ich wechsle jetzt den Köder aber mal. Auch wenn der hier schon zwei Fische gebracht hat, werde ich mal eine andere Farbe drauf machen und schauen, ob die alle gleich gut laufen. Super. Nächster Fisch am Band. Herrlich. Bei herrlichstem Sonnenschein. Ich habe jetzt den pinken drauf gemacht und das ist auch so eine Art Tipp von mir. Keine Angst vor Pink am Forellenteich. Die Frauen verwenden ja oft pinke Köder und man wundert sich, dass die mehr fangen. Und dann ist die Sache klar, Pink ist einfach eine Topfarbe am Forellenteich. Oh, und da haben wir auf jeden Fall eine schönere. Ah, die ist noch nicht fertig. Aber jetzt, jawohl, oh, schön. Eine Nummer besser. Schöne Lachsforelle. Ich verarze den Fisch und dann zeige ich ihn euch direkt. Hier nochmal der Topköder Dancer in Pink, größere Forelle gebracht gerade. Im Kescher fallen die Haken immer raus. Das liegt daran, wir haben hier wieder hakenlose Haken. Das heißt, das Aushaken geht relativ schnell, sehr schonend für den Fisch. Aber ihr habt ja zwei Haken und da hakt natürlich mindestens einer auf jeden Fall. Und wenn ihr die Spannung auf der Schnur behaltet, dann braucht ihr auch keinen Widerhaken. Dann landen die so sicher im Kescher, versprochen. Das Gute daran ist, ihr seid ziemlich schnell beim Angeln. Das heißt, wenn ihr mal den Schwarm vor euch stehen habt und dann es Fisch auf Fisch gibt, was ja öfter an den Forellenteichen passiert, dann habt ihr so einige aus dem Schwarm abgegriffen, bevor der Schwarm zum Nachbar weiterzieht. Denn ihr müsst nicht erst im Kescher mit verhakten Haken durch Widerhaken kämpfen. Das geht hier bei den Dancern auf jeden Fall schnell. Ist mal was anderes, muss man sich dran gewöhnen, aber bringt auf jeden Fall Fisch und funktioniert, versprochen. Beim langsamen Einkurbeln ganz tief hier, hat sie gebissen und es ist wieder keine kleine und wieder auf Pink. Schön. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die lange unten bleiben. Und da ist der Fisch, herrlich. Krass, ich dachte eigentlich, ich könnte den Fisch einnetzen. Da geht er hier vorne an mir vorbei und macht nochmal eine schöne Flucht. Geiles Angeln.
Bei der 020er Monofil kann man die Bremse eigentlich ein bisschen fester machen, aber ich bin trotzdem immer vorsichtig. Aber daran sieht man auch, wie gut die widerhakenlosen Haken hier halten. Spannung draufhalten, da passiert dann nichts. Und da kommt der Fisch, herrlich, herrlich. Wieder ein schöner Lachs. Jetzt ist er müde, jawohl. Auf den pinken Köder, Leute. Oh, schön eingenetzt, jawohl. Prachtforelle, herrlich. Guckt euch das an. Wie schön die glänzt. Pinker Dancer und unsere Ultra Light Combo hier, ja, haben diese Forelle wirklich schön gefangen, überlistet, überzeugt und ausgedrillt. Herrlicher Fisch. Super. So kann es weitergehen. So Leute, nach den vier Fischen ist mir jetzt richtig warm geworden. Ich habe mich erstmal in den Schatten zurückgezogen, um euch zu zeigen, was in unserer Trout Dancer Box alles drin ist. Erstmal habt ihr unsere praktische Köderbox, die gibt es auch einzeln bei uns im Shop. Die passt in jede Brust-, Hemd- oder Jackentasche rein und ihr könnt alle eure Lieblingsköder reinpacken. Mit dem schicken Aufkleber Trout Dancer absolut angeln und darin enthalten für euch 5 Ultra-Vibrationsköder, die Trout Dancer perfekt für müde Forellen an unseren Forellenseen und vielleicht auch in unseren Naturgewässern. Meine Lieblingsfarbe ist jetzt schon der pinke hier, der hat mir 2 schöne große Forellen gebracht, aber die anderen werden sich ja auch fangen. Hier auf den weißen, weiß-silbernen, schwarz gepunkteten konnte ich ja auch fangen und wer weiß, was nachher eure Lieblingsfarbe ist. 5 Köder. Perfekt geeignet für die Ultra-Leichtrute mit 2 ultra-spitzen, widerhakenlosen Einzelhaken. Daher an allen Forellenteichen oder an fast allen Forellenanlagen erlaubt. Die 2 Haken haken auf jeden Fall nadelspitz und sofort. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ganze Set gibt es im Shop von Absolut Angeln. Verlinke ich unten in der Infobox zum super Sonderpreis. Schaut einfach mal rein, schlagt zu, solange noch welche da sind. Die Nachfrage ist sehr groß und ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was ist euer Lieblingsdancer, mit welchem Dancer habt ihr die meisten Forellen an euren Forellenteichen fangen können. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter angeln und werde vielleicht noch mal einen anderen ausprobieren. Ich hatte ja jetzt gerade Pink drauf, den habe ich für euch wieder in die Box gehangen, damit ihr mal alle seht. Ich werde jetzt aber, glaube ich, mal diesen orange-goldenen hier drauf machen und mal schauen, was mir da so einsteigt. Oh, das ist eine bessere. Meine Güte. Herrlich. Die ist noch nicht müde. Schön. Das ist Angeln, Leute. Jetzt werden wir sie einnetzen. Oder auch nicht. Oh, so eine schöne. Herrlich. Meine Güte. Millerscheid Forelle mit Turbo. Jetzt kommt sie ran. Und da ist sie im Kescher. Jawohl, Leute, die nächste schöne Forelle hier. Ich verarze den Fisch eben und dann zeige ich ihn euch. Auf unseren Dancer hier. In Orange-Gold, der hat die Forelle zum Tanz aufgefordert und die hat getanzt mit dem Millerscheid Turbo und ist am Ende im Kescher gelandet.
und heute Abend im Backofen. Dancer sei Dank, schaut mal rein, Infobox, schlag zu, Leute.